Nächster Redner, Herr Abgeordneter Hubert Fuchs. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Bundesminister, Hohes Haus, geschätzte Österreicherinnen und Österreicher. Ausdrückliches Ziel dieser Bewertungsgesetznovelle, wenn man den parlamentarischen Materialien Glauben schenken darf, ist eine Verwaltungsvereinfachung und eine Reduzierung der Rechtsbefolgungskosten, was auch tatsächlich der Fall ist, aber nicht nur, weshalb wir diesem Gesetz auch zustimmen werden. Nach der geltenden Rechtslage wäre zum 01.01.2023 eine Hauptfeststellung der Einheitswerte des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens notwendig gewesen. Wir hätten 550.000 Erklärungen verschicken müssen, die hätten ausgefüllt werden müssen, verarbeitet, bearbeitet werden müssen. Also im Grunde einmal eine gute Sache. Wenn wir uns aber an die Diskussion zurückerinnern zum Energiekostenausgleichsgesetz, da verschicken wir 4 Millionen Gutscheine jetzt an die Haushalte. Das hätten wir uns auch ersparen können. Das heißt, logisch ist das nicht. Einerseits schaffen wir die Erklärungspflicht ab, andererseits belasten wir die Haushalte mit 4 Millionen Fragebögen. Im Sinn einer Vereinfachung des Steuerrechts und einer Reduzierung der Rechtsbefolgungskosten muss man aber verstärkt im Sinn einer Verwaltungsvereinfachung weiterarbeiten. Und wir haben diesbezüglich schon öfters als Entbürokratierungsmaßnahme eine Erhöhung des Werbungskostenpauschales für Arbeitnehmer von 132 Euro auf 300 Euro gefordert. Alleine durch diese Maßnahme würden sich 60.000 Arbeitnehmer ihre Arbeitnehmerveranlagung ersparen. Bedauerlicherweise sind Verwaltungsvereinfachungsmaßnahmen durch die schwarz-grüne Regierungsfraktion eher die Ausnahme. Wir haben heute schon gesprochen über die CO2-Strafsteuer und dem Klimabonus. Negativbeispiele einer Verwaltungsvereinfachung, auch das Energiekostenausgleichsgesetz, ist eine Katastrophe im Sinne der Verwaltungsvereinfachung. Aber um zum Bewertungsgesetz, zur Novelle zurückzukehren, Ziel dieser Novelle ist natürlich auch eine Reduktion der Sozialversicherungsbeiträge der Land- und Forstwirte. Durch dieses Ziel verschweigt man in den parlamentarischen Materialien. Die Gesetzesmaterialien, die gehen gar so weit, die finanziellen Auswirkungen für Gebietskörperschaften und die Sozialversicherungsträger mit null zu beziffern. Da aber im Rahmen der künftigen Hauptfeststellung die Einheitswerte unter Berücksichtigung von einem Temperatur- bzw. Niederschlagsindex, aber auch der Betriebsgröße adaptiert werden, wird es selbstverständlich zu einer Reduktion der Einheitswerte und damit auch der Sozialversicherungsbeiträge und der Grundsteuer kommen. Warum traut man sich das nicht zu sagen? Warum diese Heimlichtuerei? Eine Entlastung für Bauern, für das braucht man sich nicht zu schämen. Aber auch die Einkommensteuerbelastung wird natürlich für die Vollpauschalierer unter den Landwirten sinken. All das wird in den Gesetzesmaterialien nicht angeführt, ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, ist aber auch nicht für den Rechnungshof nachvollziehbar, der sagt, das widerspricht ganz klar den Vorgaben durch das Bundeshaushaltsgesetz. Ich erwarte mir hier in Zukunft mehr Transparenz, haushaltsrechtlich korrekte Regierungsvorlagen und auch rechtskonforme Begutachtungsfristen, die es hier nicht gegeben hat. Auch sollte man überlegen, ob man mittelfristig nicht das System der fiktiven Ertragswerte durch eine Einnahmen-Ausgabenrechnung ersetzen sollte. Der Land- und Forstwirt hätte dadurch einen
besseren betriebswirtschaftlichen Überblick über seine Aufwands- und Ertragssituation und dadurch natürlich auch mehr Kosten. Wahrheit hinsichtlich der Steuerbelastung der Land- und Forstwirte sollte sich dadurch nichts ändern müssen. Vielen Dank. Nach dem Steuerberater Hubert Fuchs von der FPÖ kommt nun Clemens Stammler, grüner Bauer aus Oberösterreich.